Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum Update für die Alpha 3.1. Ja, der Verse Report Special musste natürlich sein, denn die Alpha 3.1 ist live. Und zwar seit Samstag, den 31.03. am Nachmittag. Seitdem ist der Patch jetzt für alle Bäcker live. Kurz zuvor, zwei Tage zuvor, war er ins PTU für alle gekommen. Das heißt, da konnte sich jeder Bäcker, der das Spiel unterstützt hat, diesen Patch schon mal als einzelnen separaten Build für das PTU runterladen. Und jetzt ist er auf die Live-Server gegangen. Das heißt, jetzt braucht man keinen eigenen Build mehr runterladen, keinen eigenen Launcher mehr fürs PTU, sondern einfach den Live-Launcher, den man hat, aktivieren und dann einmal auf Update klicken und dann wird der Patch heruntergeladen. Es sind ungefähr 12 GB, die man runterladen muss. Also es ist auch hier ein relativ massiver Patch. Das bedeutet, auch über den Delta-Patcher sind es immer noch 12 GB, die man auf jeden Fall bis auf den Rechner runterbringen muss. Und dann hat man aber das Update auch komplett gänzlich gezogen. Man kann sich ein bisschen Zeit sparen, wenn man den PTU-Patch schon hatte, kann man den nehmen und den Inhalt daraus einfach in den Live-Ordner kopieren und dann ersetzt er wirklich nur noch einen kleinen Teil. Das sind dann ungefähr 2,5 GB, wenn ich das jetzt bei mir richtig gesehen habe. Also von da aus, alle, die das PTU gespielt haben, können sich damit ein bisschen Zeit sparen. Aber ansonsten, yay, yeah, yeah, wir haben es geschafft. Der Alpha 3.1 Patch ist da. Ja, und er ist pünktlich. Und das ist wirklich eine Sache, die man hier an der Stelle mal hervorheben muss. Denn seit langer, langer Zeit, seit im Grunde genommen einer Zeit, wo ich mich kaum dran erinnere, ist es so, dass Star Citizen hier an der Stelle mal den Zeitplan gehalten hat. Und zwar auf den Punkt genau. Der 31.03. war angekündigt. Zum 31.03. kam der Patch. Und wenn das hier ein Zeichen dafür ist, wie es über das Jahr so weitergehen soll, dann können wir, glaube ich, alle frohen Mutes sein und uns alle darüber freuen, dass CIG es jetzt wohl geschafft hat, hier mal einen Zeitplan auszuarbeiten und vorzulegen, den sie dann auch selber halten können. Auch wenn im Grunde genommen es sich noch ein bisschen was vorher verändert hatte, was nämlich alles in dem Patch drin ist. Aber das gucken wir uns jetzt mal detailliert gemeinsam an, und zwar in den Patch Notes, die man übrigens auf der RSI-Seite direkt findet. Jeder, der jetzt aktuell die RSI-Seite öffnet, der wird oben direkt in der Titelzeile lesen, dass die 3.1 live ist. Und wenn man da auf More Infos klickt, dann landet man genau hier, nämlich bei diesem Text, der einem im Grunde genommen nochmal alles im Detail vorstellt. Also ganz am Anfang, ganz klar, haben sie gesagt, ja, wir haben dieses Jahr 4 Patches geplant. Dies ist der erste Quarterly Patch, also der erste Quartals-Patch in dem Jahr 2018. Am Anfang des Jahres hatte sich das Team darauf verständigt, diese Quartals-Patches zu machen, die großen Major-Content-Patches, die dann eben 4-mal im Jahr kommen sollen. Und sie haben dafür entsprechend die Roadmap und den gesamten Production Schedule darauf ausgerichtet und entsprechend darauf eben ausgebaut, dass das funktionieren kann. Es gab vorher noch ein paar kleine Änderungen. So ist zum Beispiel als wichtigstes Feature, was auf jeden Fall rausgefallen ist, das Network Bind Culling rausgefallen aus dem Patch. Das soll jetzt in 3.2 kommen, also dementsprechend dann Ende des nächsten Quartals, wenn alles so läuft, wie es soll. Und dafür sind noch ein paar Sachen dazugekommen, nämlich der Service Beacon, der jetzt mit drin ist in diesem Patch, und außerdem die Nox Queue. Und das nochmal im Detail haben sie hier am Anfang erklärt. Also im Grunde genommen, was man jetzt mit den neuen Inhalten so machen kann, wie sie dazu gekommen sind. Und im Detail sieht man die dann nochmal hier aufgelistet. Also der Character Customizer ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, den man jetzt mit drin hat in der ersten Iteration. Das ist jetzt natürlich noch nichts, worauf man allzu stolz sein kann, denn viele Spiele bieten einem sowas oder in deutlich besserer Form, als es jetzt da ist. Aber bedenkt, es ist eine Alpha und das Feature soll sich auf jeden Fall noch deutlich weiterentwickeln. Das bedeutet, wir haben jetzt hier erstmals die Möglichkeit, unsere Charaktere so ein bisschen zu individualisieren. Also das heißt, Frisuren festzulegen, Augenfarbe festzulegen, die Hautfarbe festzulegen, die grundsätzliche Gesichtsform zu ändern und so weiter und so fort. Kann man alles machen. Könnt ihr auch dann bei uns natürlich in den Videos nachschauen, wie das Teil sich so auswirkt und wie das dann so aussehen kann. Ansonsten haben wir die Lockout-Verbesserungen. Das bedeutet, jetzt ist es tatsächlich so, dass es persistent gespeichert wird, wenn man sich auf Levski, Grimhex oder Port Olisar ausloggt, so dass man bei der Beginn der nächsten Session auch genau dort wieder aufwacht. Übrigens, bei Schiffen funktioniert das auch großteilig, aber dann nicht zwischen einem Wechsel zwischen zum Beispiel Best- und EU-Servern oder EU- und US- und Australien-Servern und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man gucken, dass man relativ schnell sich wieder einloggt und dann eben auf den gleichen Server wieder spawnt, denn ansonsten wird das noch nicht gespeichert, wenn man da in einem Schiff sich ausloggt oder nicht. Es kann funktionieren, es muss aber noch nicht so sein. Ja, dann haben wir auf jeden Fall eine
neue Reputation, die man sich verdienen kann, nämlich den sogenannten Pirate Hunter. Also in dem Moment, wo man NPC-Piraten tötet, kriegt man da sozusagen einen Reputationsbonus drauf. Außerdem haben wir das die Interjection und das Quantum Jamming. Das bedeutet, dass die KI-Piloten jetzt Quantum Jammer, also Blocker sozusagen, in ihren Schiffen mittragen können und die dann ein Feld erzeugen, was bedeutet, dass alle Quantum Drives, die in der Umgebung gerade aktiviert sind, außer Funktion geraten. Und das bedeutet auch, dass die Leute im Grunde genommen dann aus dem Quantum Drive gezogen werden. Man hat es schon ein bisschen gesehen, es wurde auch schon sehr viel getestet, dass dann NPC-Piraten auf einen warten und einen aus dem Quantum Drive rausziehen. Und dann muss man auch gucken, dass man das Schiff, was diesen Quantum Jammer hat, das ist meistens so das Oberboss-Schiff sozusagen, das kann man recht gut identifizieren, dass man das zerstört, denn vorher darf man nicht weiterfliegen. Also von daher wichtige Information, auch diese Schiffe müssen dann zerstört werden. Service Beacons haben wir eben schon mal kurz angesprochen, sind jetzt endlich mit drin. Das heißt, wir haben sie in zwei verschiedenen Formen. Einmal als Combat Assistance, das heißt, hier braucht man Kampfunterstützung. Man kann also im Mobiglas unter dem Contract Manager aktivieren, dass man einen Service Beacon setzen will und dass man hier an dieser Stelle, wo man gerade ist, jetzt Kampfunterstützung braucht. Und dann können die Leute, die den Vertrag annehmen, also derjenige, der es als erstes sieht und den Vertrag annimmt, der kann dann sozusagen den Quantum Marker erkennen, wo man selber ist. Den sieht man dann und dann kann der zur Hilfe eilen. Und das andere ist auch ein Service Beacon, aber dann nicht so sehr ein Notfall Beacon, unter Umständen schon, aber im Grunde genommen auch ein ganz normaler. Und das ist der Personal Transport. Damit kann ich festlegen, ich bin gerade hier und ich möchte gerade nach da und wer bringt mich für dieses Geld von dort nach dort. Kann man also auch einen Vertrag schon mal mit abschließen und damit wandert auch schon Geld in die Tasche von anderen Spielern. Also wichtiges Feature, auch wenn auch hier nur der Anfang dafür gelegt wird. Die Service Beacons werden sich noch sehr, sehr weit ausdehnen und es wird ein sehr großes, breites Feld geben, was man später in Star Citizen damit machen kann. Gerade als Interaktion zwischen Spielern ist das so gedacht, aber auch KI wird später Service Beacons setzen können und das Ganze soll dann eben so eine Art Kreislauf ergeben und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung, gerade für diesen ersten Stand jetzt. Ja, wir haben jetzt auch die Combat Markers, das bedeutet, jetzt sind die Markierungen im HUD, im Combat Visor Interface selbst einfach deutlicher, sie sind auch schöner designt und man sieht jetzt auf jeden Fall auch im HUD oben diese Combat Marker besser angezeigt, auch selbst das HUD wurde komplett überarbeitet und wie gesagt, ansonsten sieht man jetzt, dass wir hier so im Grunde genommen deutlichere Treffermarkierungen und ähnliches haben. Ja genau, der Visor-Screen habe ich schon gesagt, der wurde auch deutlich überarbeitet, da sind jetzt Schilder angezeigt, die sind auch live angezeigt, das ist übrigens ein Teil von diesem Physically Based Rendering, das bedeutet in dem Moment, wo ich auch wirklich diesen Teil des Schiffes treffe, wird sozusagen ein Mini-Abbild bei mir oben einprojiziert, sodass ich dann das Gleiche sehe, wie das, was gerade auf dem Schiff passiert. Also es bedeutet, das ist sozusagen miteinander abgestimmt und das sieht man jetzt auch deutlich. Es macht das Spielen auf jeden Fall sehr viel einfacher. Ja, wir haben natürlich neue Schiffe und neue Fahrzeuge. An allererster Stelle nenne ich mal das Größte, was wir bisher im Spiel jetzt haben, nämlich die Aegis Reclaimer. Und die ist mit 150 Metern Länge definitiv das größte Schiff, was es momentan in der Alpha zu spielen gibt. Es gibt natürlich noch größere Schiffe, die später bekommen bei Star Citizen, aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist das schon ein ziemlicher Behemoth. Das heißt, ein unglaublich großes Teil, für das schon die Landing Pads auf Port Olisar vergrößert werden mussten. Und sehr beeindruckend, kann ich nur empfehlen. Jetzt mit dem Live-Patch ist es natürlich so, dass nicht mehr jeder die Möglichkeit hat, sie zu spawnen, sondern nur die Leute, die sie spawnen können, die auch eine besitzen. Ansonsten gibt es dann noch die Anvil Terrapin, die auch von vielen Leuten sehr herbeigesehen wurde. Jetzt ist sie im Spiel drin, auch wenn noch nicht mit ihrer Scanner-Mechanik und ihrer vollen Funktionalität, sondern eben bisher nur im Grunde zum Rumfliegen. Aber trotzdem ist sie schon da und sie ist sehr, sehr schick. Ich bin da immer noch total schockverliebt, was das Teil angeht. Genauso dazugekommen ist die Misk Razor, der ein sehr, sehr schneller, schnittiger Rennwagen für den Weltraum. Das bedeutet, er sieht wirklich aus wie ein Rennwagen, dem man die Räder so ein bisschen abgenommen hat. Aber trotzdem schickes Teil und sehr agil und sehr, sehr schnell, kann man sich wirklich mit sehen lassen. Und wir haben dann noch den Tumbril Cyclone dazu bekommen. Dann das ist der Buggy, ein Bodenfahrzeug, ein Fast Response Vehicle sozusagen, das mit dem man wunderbar über die Planeten brettern kann und ich kann da nur jedem empfehlen, nehmt Yela. Yela ist ein Knaller. Das macht großen Spaß, durch die Eiswüsten zu fahren. Mit der geringeren Gravitationswirkung, die man da hat, kann man richtig coole Jumps und sowas machen und Flips und so. Ziemlich geil. Ja, ansonsten, die Nox Q ist noch mit da drin.
Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine andere Variante, eine andere Skin von der normalen Upuyu Nox, dem Spacebike der Shiyan. Sie ist halt ein Silberpfeil, sieht sehr schick und schnittig aus und ist jetzt auch mit im Spiel gelandet, kam dann sozusagen noch hinterher mit rein. Ja, dann haben wir neue Schiffswaffen, die Upper Ballistic Scatter Gun, die es in 1, 2 und 3 gibt, dann die Distortion Scatter Guns, die wir schon kennen, in Size 4, 5 und 6 jetzt dazugekommen. Dann haben wir jetzt die neue K-Bar, Greatsword Ballistic Cannon in Size 2. Wir haben den Omnisky 9 Laser, den ich auch noch nicht in irgendeiner Form gesehen habe. Das muss man sich mal angucken. Die Gats Yellowjacket Ballistic Gatling Size 1. Eine Size 1 Gatling ist was Besonderes. Hatten wir bisher noch nicht. Und vor allem, weil sie ballistisch ist, muss ich auf jeden Fall mal testen. Und dann haben wir noch einen neuen Galdrin Repeater in Size 5. Wird auch sehr, sehr spannend, die ganzen Sachen mal anzugucken. Das haben wir jetzt während der PTU-Phase noch nicht gemacht, aber das werden wir auch hier auf dem Channel und live auf Twitch sicherlich das ein oder andere mal testen im Verlauf des Live-Patches jetzt. Ja, Star Marine hat auch noch zwei Waffen mit dazugekommen, nämlich das endlich ist die Kestek Arms Custodian Energy Small Machine Gun drin im Spiel. Die hatten wir ja schon ein bisschen vermisst, jetzt ist sie da und außerdem ist jetzt eine Ballistic Shotgun auch mit drin und das Ganze kann man sich auf jeden Fall mal sehen lassen, zumal Star Marine auch einen komplett neuen Loadout-Generator bekommen hat. Der sieht jetzt wirklich so aus wie im Mobiglas und vor allem das, was ihr im PU besitzt, das besitzt ihr jetzt auch bei Star Marine und umgekehrt. Das bedeutet also, ihr könnt euch mit im PU mit Waffen ausrüsten und dann könnt ihr sie bei Star Marine auch testen in einem richtigen Kampf, in einer richtigen Kampfumgebung, ohne dass ihr jetzt Streit suchen müsst im Persistent Universe. Kann man also nur an dieser Stelle empfehlen. Ja, das sind also so die wichtigsten Inhalte, die wir jetzt haben hier in dem Patch. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, geht mit Geduld ran und testet. Ihr wisst schon, wie es immer heißt, never play on Patch Day. Heute ist auch ordentlich viel los, aber trotzdem hatte ich schon ein, zwei gute Sessions vorhin und kann mit Fug und Recht sagen, dass die Performance, die man am Anfang im PTU gesehen hat, als wir hier mit der Berichterstattung begonnen haben, jetzt nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was man jetzt hat. Ich hatte jetzt sehr, sehr viel besseres Spielerlebnis und muss nur sagen, also wenn das jetzt hier ein Zeichen ist, wie es dieses Jahr weitergeht, dann Hut ab CAG, das ist gut gelaufen. Ich freue mich sehr, sehr drauf und freue mich sehr drauf, wenn die restlichen Updates dann eben auch in dieser Art und Weise pünktlich kommen. Jetzt kann man an der Stelle oder sollte man an der Stelle auf jeden Fall nochmal einen Teil zur Performance sagen, denn ihr wisst, das, was CAG sich ursprünglich vorgenommen hat an Performance-Verbesserung, ist nicht vollständig drin. Network Bind Culling ist rausgefallen, dafür ist das sogenannte Distance-Based Serialized Variable Culling drin. Wunderbares Fachwort, was ich ja immer mal wieder gerne erwähne, was aber auch schon zu einer deutlichen Verbesserung geführt hat. Allerdings muss man sagen, wer jetzt erwartet hat, dass mit der Alpha 3.1 alle Performance-Probleme gelöst sind, man konstant mit 35 bis am liebsten 65 FPS spielen kann und man keine Micro-Lags oder Server-Crashes mehr hat, der wird bitter enttäuscht sein, das sage ich euch jetzt schon. Das ist aber auch nicht schlimm, es ist tatsächlich eine Alpha und es ist auch klar, dass es zu diesem Zeitpunkt über dieses ganze Jahr lang noch zu Performance-Optimierung und Verbessern kommen. Wenn ihr da jetzt aber rangeht und sagt, okay, mal gucken, was so drin ist und außerdem will ich die Reclaimer oder die Terrapin oder die Razer sehen, und so weiter. Ich bin Star Citizen Becker, ich bin Kummer gewohnt, dann werdet ihr mit dem Patch, glaube ich, durchaus Spaß haben und das ist, glaube ich, hier das Ziel von der Alpha, denn denkt daran, ihr seid keine Spieler jetzt, ihr seid immer noch allesamt Alpha-Tester. Und das ist eben genau der Hintergrund von Star Citizen momentan. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie es pünktlich geschafft haben. Ich freue mich, dass es auch ein Produkt ist, mit dem man durchaus was anfangen kann. Das hatte ich etwas bezweifelt am Anfang dieser PTU-Phase, aber jetzt bin ich doch durchaus gut wohlgewogen und bin sehr gespannt darauf, wie es in der Entwicklung weitergeht. In dem Sinne, auf jeden Fall schaut bei uns auf dem Channel regelmäßig vorbei. Wir werden jetzt natürlich weiter Updates dazu geben. Wir werden euch weiter Informationen dazu raushauen. Geht auch gerne mal auf Twitch bei uns, denn da sind wir auf jeden Fall dreimal die Woche live, manchmal viermal die Woche und sogar in Zukunft, wenn Weezen jetzt den neuen Rechner auspacken kann, sogar noch öfter als das und werden also sehen, dass wir auch da unser konstantes Programm noch ein bisschen ausbauen können für euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt für unsere Arbeit, die wir hier machen, dann geht doch gerne mal auf unser Patreon-Profil, da seid ihr schon ab $1 im Monat mit unserer Unterstützung dabei. Ansonsten sehr, sehr gerne natürlich auch bei YouTube und bei Twitch abonnieren, das hilft uns auf jeden Fall weiter und wenn ihr gerne Kommentare schreibt, immer her damit, schreibt sie gerne runter, schreibt auch, wie euer
euer Erlebnis jetzt so ist und worauf ihr euch vielleicht am meisten freut jetzt im neuen 3.1 Live-Patch. Und letztendlich, wenn ihr die Episode mögt, dann gebt ihr ein Like und wenn ihr nicht so ein Fan davon seid, dann gebt ihr ruhig ein Dislike, ist auch in Ordnung. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal für dieses kurze Update und übrigens nicht wundern für morgen das Hot Topic im SCB Verse Report. Da habe ich eine kleine Schwierigkeit eingebaut. Das könnt ihr dann erleben, wenn das Video entsprechend online geht. Bis bald und see you on the flight deck. Sawyer out.